Ciao zusammen, ich bin Jürg, euer Griechenheld und willkommen zurück zu BIA Pro! Als allererstes wünsche ich dir natürlich ein gutes neues. Hoffe, du bist sehr gut ins Jahr 2020 gerutscht. Ein neues Jahr heisst nicht, dass alles wirklich neu muss werden. Es wird ein paar Neuerungen geben auf meinem Kanal. Jedoch werden natürlich auch die bekannten Serien wie eben auch hier gerade BIA Pro weitergeführt. Was sich jedoch wieder ändert, das ist jeweils der Dienstag. Dort wird es an so einem genannten Random-Tag werden. Da wird es Random Games geben, vielleicht auch mal andere Sachen, wie Grischetti grüß dich oder so irgendwelche Real-Life-Videos. Wenn du auf jeden Fall gewisse Vorschläge hast, was man da könnte machen, kannst du mir dir sehr gerne jetzt schon mal in die Kommentare reinschreiben. Kommen wir jetzt jedoch zurück zu unserer BIA Pro Karriere mit unserem Yeti. Und somit bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen und das ist los geht's! Wir sind knapp bei der Hälfte von diesen Saisonspiele. Aktuell haben wir 43 Spiele gemacht und 64 Punkte. Das heisst, wir sind auf dem ersten Platz, jedoch nur mit 4 Punkten Vorsprung vor dem zweiten. Somit, wie du siehst, haben wir zwar eine gute Ausgangslage, jedoch ist es alles verdammt nahe zusammen. Ich möchte dir aber gleich jetzt auch noch die ganze Liga anzeigen, wo wir haben, wie wir dort stehen. Und da stehen wir auch auf dem ersten Platz, was richtig geil ist. Um das Ganze halten können oder sogar auszubauen, brauchen wir Sieg. Wie viel Sieg müssen wir heute werden einfahren? Das erfahrst du jetzt. Wir gehen rein. In die Action. Ab geht's! Unser erster Match im Jahr 2020 steht da. Der Gegner heisst Columbus Blue Jackets. Also ein Team, das richtig stark ist da in dieser aktuellen BIA Pro Saison. So, und jetzt sind wir endlich auf dem Eis. Und wir kriegen unsere erste Scheibe, unseren ersten Schuss und der geht daneben. Und wir haben gerade den ersten Fight auch. Hey, unglaublich geil. Komm, gewinnen wir den Fight auch. Gewinnen wir den. Nein, ey. Komm, hör mal. Hey. Dummy, sieh, du kriegst jetzt ein Süd von mir, du sieh. Hey, oh mein Gott, nein, der darf mich nicht schlagen. Wir müssen schlagen. Nein, Scheiße, ich krieg auf den Grind. Fuck noch einmal. So, jetzt sind wir wieder zurück auf Mies. Unser Team ist 0-2 im Rückstand, beziehungsweise wir gleichen direkt aus zum 1-1 zurück vor Strafbank. Erste Aktion direkt an die Kiste zum Ausgleich. Yes, geil. So, nächster Angriff läuft. Wir holen uns den Schieber. Wir geben einen Pass und komm, Goal! Nein! Erster Einsatz im zweiten Drittel und unsere Kollegen haben ein Goal geschossen, was natürlich richtig geil ist. Und jetzt gehen wir in den Angriff und wir werden noch kein Goal schiessen. Es wird jedoch Zeit, dass wir jetzt ein Goal wieder machen, beziehungsweise unsere Linie ein Goal macht. Wenn es wir sind, wäre es noch geiler. Jawohl, sehr schön haben wir hier Chiba geholt. Wir sollten uns eigentlich auswechseln lassen, machen wir aber nicht. Passa und Goal, jawohl! Was für ein geiler Spielzug und wir bauen Führung aus zum 3-1, yes! Letztes Drittel ist angesagt und Verteidigen ist angesagt. Da müssen wir uns natürlich auch um einiges noch steigern, schön Goalie. Eben, solange wir Goal schiessen, ist mir das egal. Nein, Abpraller kriegen wir auch nicht. Ich bin mit meiner Leistung und erst recht mit der Leistung für unser Teamkameraden. Was kassieren wir da für ein blödes Goal? Insigravela loben meine Teamkameraden. Aber da kassieren wir eine absolut dämliche Kiste. Fuck nein. So, jetzt aber beim nächsten Einsatz dürfen wir nicht wieder eine Kiste kassieren. Schön, Goalie. Sondern ein Goal schiessen wäre angesagt. Oder ein Assist. Nein, kriegen wir nicht. Columbus hat der Goalie draußen. Gib mir die Scheibe, dann machen wir nämlich eine Kiste ins leere Goal. Schön vorsichtig spielen. Nein, ich krieg's nicht her. Und unser Teamkamerad auch nicht. Und klar werden wir nicht mehr zurückkommen in den Match. Wir werden aber den Match gewinnen. Mit 5-2. Unsere Kameraden haben also doch noch eine Kiste ins leere Goal gemacht. Wir gewinnen somit den Match mit 5-2, was richtig geil ist. Also unsere Bewertung ist ziemlich gut, könnte jedoch natürlich auch besser sein. Und was ist besser? Genau, dass wir unter drei Topstars sind als Nummer 2. Das feiere ich absolut. Und ich würde es auch feiern, wenn wir die Simulation gegen Dallas da würden gewinnen. Aktuell steht es 1-1. Weiterhin 1-1 nach dem dritten Drittel. Verlieren wir aber mit 1-3. Scheiße, nein! Nichtsdestotrotz hat es unseren Goalie, der Quick, noch geschafft, unter die drei Topstars in dem Match zu kommen. Vielleicht schaffen wir es auch wieder mal bei einer Simulation unter die drei Topstars zu kommen. Jetzt bei dem Match gegen die Vegas Golden Knights wäre doch das eine coole Sache. Jawohl, wir haben sogar das Goal geschossen gesehen hier gerade und wir gewinnen den Match auch mit 5-3. Und wir schaffen es tatsächlich und
unter die drei Topstars gehen. Vorher gesagt, wie geil das wäre. Und wir schaffen es. Wir sind auf Platz 2. Yes! Schaffen wir das auch bei der dritten Simulation am Stück gegen Carolina. Auch in die drei Topstars zu kommen. Sieht momentan nicht danach aus. Nach zwei Dritteln sieht es immer noch gleich aus wie nach dem ersten. Nach dem dritten Drittel haben wir den Match doch mit 3-1 verloren. Fuck! Ey. Und somit ist ja klar, dass wir überhaupt nichts zu haben mit den drei Topstars nach dem Match. Jedoch könnten wir es wieder damit zu tun haben, wenn wir in dem zweiten Live-Match gegen Tampa Bay wieder so eine Hammerleistung abliefern wie im ersten Live-Match. Mein erster Einsatz ist schon ein bisschen am Laufen und ich habe noch gar nichts stand gekriegt. Jetzt müssen wir da wichtig gut verteidigen und unser Goalie macht das zum Glück auch. So, komm, gib mir die Scheibe. Jetzt greifen wir nämlich an und wir machen eine Kiste. Zack. Jawohl. Pam, Goal. Jawohl. Richtig geile Kiste. Komisch, dass unser Gegenspiel da die richtig angegriffen hat, aber hey, das Geschenk nehmen wir an und wir erzielen Führung zum 1-0. Wir kriegen im ersten Drittel nochmal einen Einsatz. Das ist doch richtig geil. Sehr schön da, die Scheibe gerade weitergeben. Und gib mir sie. Nein, Scheiße! So, wir sind im zweiten Drittel angekommen, müssen leider verteidigen. Und das gefällt mir nicht, außer wenn ich so geil blocke, natürlich. Was wir jedoch noch geiler würden finden, ist natürlich ein Goal. Zack, Pam! Nein, er schießt nicht! Aber wir haben noch die Scheibe. Jetzt kommt der Schuss, aber der Goalie pariert. Wie es aussieht, kriegen wir nicht sehr viel Eis in dem zweiten Drittel. Jetzt können wir jedoch in einem Powerplay spielen, wir gewinnen das Bulli. Komm, machen die Kiste oder gib mir die Scheibe. Ah, ich muss wieder passen. Gib mir sie doch. Nein, Mann. Im zweiten Drittel haben wir gefühlt fast null Easy gehabt. Hoffentlich ändert sich jetzt das hier im dritten Drittel. Und hoffentlich ändert sich auch die Chancenauswertung von mir oder meinem Spieler. Also das Bulli müssen wir jetzt gewinnen. Das müssen wir einfach gewinnen. Und wir gewinnen es auch sehr schön. Wieso gibt er mir wieder die Scheibe? Egal. Wieder passen. Und jetzt ein Schuss und kein Goal. Nein, Mann. Wir kriegen noch einen zweiten Einsatz in dem letzten Drittel. Oh, danke, Goli. Heb die Scheibe. Heb sie fest, Goli. Oh, mein Gott. An meinem letzten Einsatz bisher nur scheiße gelaufen. Jetzt hat aber der Gegner den Goli draussen. Und wir holen uns jetzt hier die Scheibe. Nein, nein, scheiße, nein, bitte nicht. Jetzt nicht noch der Ausgleich kassieren. Sehr schön. Und raus mit dieser Scheibe. Kriegen wir sie raus. Wir kriegen sie nicht raus. Ich will die letzten paar Sekunden wirklich mit euch komplett mitnehmen. Oh, mein Gott. Raus mit dieser Scheibe, jawohl. Und das war's. Wir gewinnen den Match mit 2-1. Und unsere Leistung in dem Match ist so ein bisschen durchgezogen, wenn wir ehrlich sind. Und somit verwundert es auch nicht, dass wir nicht unter die Topstars gekommen sind, obwohl wir eine richtig geile Kiste haben, zum 1-0 geschossen haben. Aus meiner Sicht ist die Folge doch richtig geil für den Start ins Jahr 2020 gewesen. Wenn sie dir auch gefallen hat, dann zeig mir das unbedingt mit einem Daumen nach oben zu dem Video. Und wenn du noch weitere Videos von mir möchtest sehen und ja nicht verpassen, unbedingt meinen Channel noch kostenlos abonnieren und auch noch das Glöckli aktivieren. Denn wir sind jetzt am Ende angekommen. Ich bin somit raus. Danke dir nochmal fürs Zuschauen und wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!